Ja. Prinzipien. Sollte eigentlich jeder haben. Jedenfalls so gewisse Prinzipien, nicht alles. Wenn man alles scheiße findet oder so. Oder was weiß ich. Oder wenn man nur nach Prinzipien lebt, bringt das ja auch nichts. Jetzt muss ich den Schalter umlegen. Es hat so super funktioniert. Super. Ich bin die ganze Zeit am Nachdenken, wo wir jetzt hin müssen. Weil ich keine Ahnung habe. Wenn ich wenigstens das Dungeon-Item schon hätte, dann wäre das nicht so schlimm. Aber das habe ich nicht. Mal schauen. So, was konnten wir hier tun? Gar nichts. Hier bin ich zurückgegangen, weil hier nichts war. Hier oben ist eine Kiste. Da komme ich nicht ran, weil ich das Dungeon-Item nicht habe. Da komme ich nicht hin, weil ich keinen Schlüssel habe. Ich muss auf jeden Fall eine Etage tiefer. Wie bin ich eben da rausgekommen? Wie habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich muss rausfinden, wie es ging. Ah, ich glaube, nein. Und dann mache ich damit wieder alles kaputt. Na, ich will nicht alles kaputt machen. Ich gucke erst vorher nach. Oh Mann, ich bin so eine Schissbuchse. Kein Bock, das alles immer wieder neu zu machen. Hier ging es auch nicht lang. Wo war denn die kleine Scheißtreppe? War die hier? Nee, die war in irgendeinem Raum, wo... War das nicht da oben? Ah, ich mache das trotzdem mal. Ich werde den Weg zurück antreten. Kann ich das von hier aus auch machen? Bitte sag ja. Ist da was? Nein, da ist nichts. Haben wir hier einen Stein, den wir graben können? Auch nicht. Gut. Na, da ist eine Kerze im Weg. Ja, ihr wollt mich doch, ne? Ja. Gebt's zu. Ihr wollt mich doch alle im Kreis drehen. Und das meine ich sogar wörtlich diesmal. Dieser Dungeon macht mich wahnsinnig. Aber mich macht eigentlich alles wahnsinnig. Ich hasse Rätsel. Eigentlich nicht, ich liebe Rätsel. Rätsel sind super. Aber wenn ich da nicht weiterkomme, dann brauche ich so eine gewisse Bedenkzeit. Und wenn ich dabei in einem Let's Play durchgehend quatschen muss, dann kriege ich das ziemlich schwierig hin. Aber ich sehe es einfach mal als so eine Art Herausforderung für mich selbst. Jetzt gehe ich hier lang. Und bitte lass hier jetzt irgendwas sein. Irgendwas Treppenartiges. Bitte. Jetzt ist das Ding oben. War hier die Treppe? Ich weiß es nicht. Ich konnte hier lang und dann rechts runter. Oder? Was sagt denn die Karte? Ja. Aber war da die Treppe? Das weiß ich nicht. Ich bräuchte mal so ein... So ein. Das ist doch... Boah, das wird nix hier. Ich renne mich ja dumm und dämlich. Auf geht's. Na 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 na. Halt mal, wenn ich den jetzt wieder umlege, dann kam ich doch eben nicht wieder weg, oder? Hä, was habe ich denn eben gemacht? Ach nee, klar. Oh, stimmt, ich habe ja was anderes eben gemacht. Richtig, richtig. Ich bin ja eben den anderen Weg gegangen. Jetzt gehe ich ja hier zurück. Das stört mich ja jetzt so nicht. Nein, 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 nein. So, und jetzt gehe ich hier hoch und hier lang. Und ich hoffe, hier war die Treppe, sonst habe ich keine Ahnung, wo die war. Ich habe den ganzen Dungeon auch schon so weit abgegrast. Komm, bitte sei hier eine Treppe. Oder irgendein anderer Weg. Ja, ich glaube, wir mussten da jetzt wieder rüberhüpfen. Deswegen gehe ich eigentlich immer vorher in den Raum wegen den Fledermäusen. Die schubsen einen hier runter und das ist voll gemein. Außer man ist Meister der Schwertkunst, wie Link. Dann natürlich nicht. Dann kann man die auch auf einem Zahnstocher balancierend umhauen. Ja, so ist er, der gute Link. Das dauert mir zu lange. Ich möchte laufen. Schneller, schneller, schneller. Hier war die Treppe nach unten. Und hier bleibe ich jetzt, egal was passiert, auch wenn ich kurz nicht klarkomme. Hier muss ich bleiben, auf jeden Fall.
Ich habe keinen Schlüssel, ich brauche aber einen Schlüssel. Hier brauche ich das Dungeon-Item. Das könnte ich irgendwo kriegen, Frage wo. Wenn ich alle Gegner besiege, passiert nichts. Wenn ich hier lang gehe, passiert auch nichts. Ich glaube, hier lang konnte ich nicht, weil hier irgendwas gefehlt hat. Oder war hier der Rückweg oder was da war? Auf jeden Fall irgendwas war hier. Oh, klar, wer hält das denn für einen Rückweg, ich Idiot? Aha, wir können auch mal hier lang gehen und gucken, was es hier sonst so gibt, außer einem Rückweg, der hier nicht ist. Das war eine schwere Geburt jetzt. Mal wieder. Ich hasse schwere Geburten. Das macht mich immer wahnsinnig. Ja, es macht mich alles wahnsinnig hier. Puh. Mal schauen, was wir hier können. Tun können, besser gesagt. Ich hoffe einiges. Und ich hoffe, gleich kommt irgendwas. Oh, ich höre etwas. Könnte das Fortschritt sein? Da ist eine Kiste. Ich liebe Kisten. Ist mir jetzt egal. Das Herz habe ich für dich über. So, dich schiebe ich jetzt hier hin. Ein Schlüssel, yay. Traumhaft. Dann gehen wir hier lang und gucken, was es hier gibt. Aha, eine weitere Schiefertafel. Gucken, was ist hier drin? Boah, Feen. Feen. Jetzt können wir hier runterspringen. Weil hier sind wir nämlich immer noch im selben Stockwerk. Ja, ich muss das jetzt immer machen, okay? Immer wenn ich hier vorbeikomme, muss ich die Krüge umhauen. Tut mir leid. Meine Neugier bringt mich um. Und ich wage zu behaupten, dass... Ah, ich setze schon mal die Schiefertafeln ein, die ich habe. Das sind jetzt zwei an der Zahl. Und zwar meine ich, dass es irgendwo gleich hier das Dungeon-Item gibt. Ich weiß nur nicht genau wo. Aber wenn ich es rausgefunden habe, sage ich Bescheid. Beziehungsweise seht ihr es dann selbst. Dum -dum. Hier kann ich nichts machen, weil ich hinten nicht drankomme, um den Stein dort zu verschieben. Gut. Dann, die Kerzen wieder. Yay. Mit denen bin ich ja sowieso immer auf Best Friend jetzt geworden hier. War klar. Das war auch klar, dass du mich triffst. Warum? Wieso könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Ich stelle mich einfach dahin, wo der stand. Hier trifft er mich bestimmt nicht. Wie konnte ich das annehmen? Das war mein jugendlicher Leichtsinn, der noch nicht ganz raus ist aus meinem Körper. Mal so, hey, vertrau doch mal den Kerzen. Sie könnten... Kann das sein, dass mich jede Kerze getroffen hat? Es ist so zum Heulen. Na, die wollen mich verarschen. Das machen die sowas von extra. So, und hier geht's jetzt nochmal eine Etage tiefer. Ins Wasser. Weil dieser Dungeon ist der erste mit 4. Na, jetzt brauche ich mein Schwert wieder auf A. Na, der erste mit 4 Ebenen. Es hat gerade... Ein Geräusch. Ah, hier war bestimmt eine Tür zu. Mit 4 Etappen. Ja, ja. Lord Yabu Yabu hatte 3. Ah, Mist. Try again. Try. Oh, boah, war was? Hey, hallo? Das kannst du nicht machen. Du kannst mich doch nicht einfach da reinziehen, bevor ich da bin. So, jetzt gehen wir hier lang. Hier bin ich safe. So, jetzt bitte mal das Wasser abstellen. Wir sind von der... Wow, wow, wow. Boah, das war knapp. Jetzt schwimme ich hier lang, ihr könnt mich alle. Hier ist sicherer bestimmt. So. Haha. Ich muss euch trotzdem nochmal unten lang schwimmen, weil ich sehen will, ob da was war oder nicht. Wenn ich das nämlich jetzt versemmelt habe und da ist was... So, hier, das meinte ich zum Beispiel. Hier ist so eine Stelle, die wusste ich noch, dass hier was versteckt war. Wenn da nämlich was war, gleich eben unten an der Stelle. Und... Die verarschen mich dann, dann gibt's auf die Backen. Und zwar ganz böse. Dün dün. Nen nen nen. Dün dün. Das Gute an der Sache ist ja, wenn wir jetzt hier lang schwimmen würden, was wir jetzt auch tun, natürlich klar, um zu gucken, was es hier gibt, kriegen wir eine Treppe. Das heißt, wir brauchen den ganzen Rotz nicht zurückzugehen.
So, was mich aber eigentlich gerade stört, weil ich wollte ja gucken, ob dieser Wasserweg dann noch einen zweiten Weg hat. Und wenn, gehe ich trotzdem den Wasserweg zurück, weil ist so, ich habe voll Schiss, irgendwas zu vergessen. Komm, 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 nein! Nicht da reinfallen. Komm, 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 link, 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 schneller. Aha. Das ist also tricky hier. Boah, jetzt wird's cool, ob ich das rückwärts schaffe? Nein. Nein, keine Chance. Egal, nehmen wir den Weg, den wir eigentlich hätten nehmen sollen. Den unteren gehen hier hoch und schwimmen hier durch. Gut, dann nehmen wir doch den anderen Weg. Wenigstens ist da unten nichts gewesen und ich kann ganz beruhigt nie wieder hier hingehen. Bis ich das Spiel das nächste Mal durchspiele. Ja. Ein kleiner Blick auf die Karte würde mich töten, also speichere ich lieber. Ich weiß nämlich nicht genau, wo ich. So, da sind die Wege nach links, unten, unten, rechts, rechts. Also links. Unten, unten. Jetzt hier nach rechts, ne? Oder wo war das? Meine Feder. Hä, was mache ich denn jetzt hier gerade? Mensch, ich komme mit meinen Tasten nicht klar. Nun. Stimmt. Deswegen kam ich hier nicht klar. Oder beziehungsweise lang. Spring raus, Link. Mist. So, hier kam ich nicht weiter, weil da gibt es eine Treppe und von da kann ich kommen, bestimmt irgendwann. Nein, ich wollte da nicht reinspringen. Okay, da muss ich mir noch was einfallen lassen dazu. Die Truhen hier bringen mir gar nichts, da komme ich nicht dran. Gut, da muss ich entweder eine Etage höher oder tiefer. Ich nehme mal stark an höher, weil ich weiß nämlich noch ein Schloss, was wir eben nicht aufbekommen haben. Da werde ich jetzt als erstes hingehen. So, du bist schon mal drinne. Jo, das kann sich ziehen hier. So, das war kein Rückweg. Wie ich mich noch ganz gut erinnern kann. Aber hier gab es einen Rückweg, ich glaube. Hier. Aber jetzt kriege ich im Ernst einen Schluck auf, das gibt's doch nicht. Hier war das. Speedrun. So, den Rückweg antreten, bitte. Dankeschön. Und hier kann man dann so jetzt den Stein verschieben. Ja, oh, ich könnte doch mal auf sein Gesicht springen. Das tut doch bestimmt auch weh. Warum müssen die immer so brutal sein und ich muss denen immer mein Schwert reinhauen? Können wir erstmal so lassen. Wir müssen jetzt nach rechts, rechts runter. Na, wette, das wird mit Problemen zusammenhängen. Wie ich es mir dachte. Wie ich es mir dachte. Wir müssen jetzt erstmal hier eine halbe Weltreise wieder machen. Ich glaube, das ist das einzig Komplizierte. Was heißt kompliziert? Das ist das Einzige, was den Dungeon so lang wirken lässt. Wenn man nicht die ganze Zeit diese scheiß Kreise rumlaufen müsste, dann würde mich das gar nicht so hart stören. Mir fehlen 4 Herzen. Warum? Warum? Madams? Ich denke, ich sollte auch so ganz gut damit klarkommen. Oh yeah, das war cool. Nun kann ich hier runtergehen, in diesem Raum, wo mich mein Schild nicht vor dem Laserstrahl beschützt hat. Sehr peinlich. Nein! Nicht schon wieder. Oh nein, das habe ich ja richtig vergessen. Ich will das nicht tun. Ich weiß auf jeden Fall schon mal, wo ich rein muss am Ende. Hier oben. Anders geht's nicht. Hier komme ich nämlich nie wieder raus. Das bedeutet, ich muss hier irgendwo rumlaufen, wo. Oh mein Gott. Nein, das zieht sich doch jetzt wieder um 2 Tage.
Ich gehe erst hier lang, sonst hat das ja wieder. Ne, das war schon wieder falsch. Sehe ich jetzt schon. Ne, das war doch nicht falsch. Ich bin auch ein Dödel. Das kann man nämlich auch so machen. Da kommt man hier oben immer noch hin. So, dann kann man hier rumgehen und hier. Nein, so funktioniert das nicht. Ich wollte eigentlich hier rum und dann hoch und aha. Try again. Ich gehe jetzt einfach mal hier so stumpf rum, ob das wohl funktioniert. Das habe ich noch nie ausprobiert. Bis jetzt sieht's gut aus. Ey, das sieht verdammt gut aus, warum auch immer. Nein, und wir sind beim selben Problem wie eben. Das gibt's doch nicht. Aber der Anfang war gut. Wir müssen von da aus nur anders weiterdenken. Wir können hier so lang gehen, dann hier um die Ecke, hier rum, da rum, hier hoch. So, Anfang wäre geschafft. Wir stehen hier. Das hat doch gar keinen Sinn gemacht. Aber ich komme sonst nicht nach unten. Das hat doch, war, wir müssen das doch anders machen mit dem Anfang. Und zwar gehen wir jetzt erstmal wieder raus, weil das so keinen Sinn hat. So, wir werden Folgendes tun. Hier rumlaufen. Jetzt haben wir die Ausgangsposition hier. Und die ist weitaus schöner für uns. Na, und ich mache denselben Fehler nochmal. Ich lerne ja überhaupt nichts. So, hier müssen wir nämlich hinterher so lang laufen, dass das so funktioniert. Das heißt, wir müssen vorher diesen Plan hier ausgeheckt haben. Das ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Obwohl, halt mal, vielleicht kann ich das auch anders machen und mache den am Anfang. Aber nicht so. Ja, ich sage ja, das kann sich jetzt ziehen. Also, wenn das allzu lange dauert, dann werde ich das beschleunigen oder sowas. Ich will euch das ja jetzt nicht endlos lange auf die Nase binden. Das kann doch schon wieder gar nicht funktionieren. Was mache ich denn für Blödsinn? So, jetzt überlege, rede einfach nicht. Nein, so geht's auch nicht. Da komme ich nämlich nicht wieder zurück. Ich mache das anders. Ich versuche irgendwas anderes. Auch das versuche ich nicht. Ja, das ist eigentlich eine Abfolge von Sachen, die ich jedes Mal wieder gleich falsch mache. Ich weiß auch nicht warum. Heute ist echt nicht der Tag der Tage. Was ist denn los mit mir? Also wenn ich gleich irgendwann enrage oder rage quitte. Nee, rage quitten werde ich nicht. Ich werde das so lange versuchen wie nur irgend möglich. Dafür habe ich zu viel Ehrgeiz. Aber es nervt mich halt trotzdem. Nein, so wollte ich das nicht. Aber es hätte sowieso nicht funktioniert. Wir müssen wieder von unten kommen. Das heißt, wir müssen das anders machen. So. Hier lang und hier hoch. So, den müssen wir mitnehmen. Sonst haben wir so einen Einzelstein. Dann müssen wir hier runter. Hier lang, hier lang, hier lang, da lang. So. Das Problem ist, wir können das nicht anders machen. Weil wir hinterher. Nein, das geht nicht. Wir können ja eh nicht rum, weil wir hier oben die Ecke haben. Da müssen wir am Ende landen. Meine Fresse, warum kriege ich das denn nicht hin? Es muss da doch irgendeinen Weg geben, das zu schaffen. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Meine Fresse, war das denn jetzt echt so schwer oder was? Mein Gott. Ich erhalte, du erhältst den Krafthandschuh. Selbst schwerste Objekte hebst du nun mühelos.